So, da sind wir wieder. Jetzt haben wir den Eimer mit Farbe auf sie geklatscht. Hupsi, jetzt ist sie nicht mehr so toll, wa? Hä, du blöde Kuh. Oh man, she looks so sad and lonely sitting there alone. Wie die da sitzt, ah, jetzt hab kein Mitleid mit ihr. Hey, Victoria. What do you want, Max? Verspotten. Don't. Don't say a word, Max. Oh wait, hold that pose. And no filter needed before I post this. Okay. Now please move. I've had a messed up day and I'm going to my room. You do that? I know where you live. So does Nathan. Maybe I shouldn't have done that. Now I have to get to my room, then see Warren. Gut, ab ins Wohnheim. Wie sie mir, so ich ihr. So ganz einfach. Gut. Was? Tafel? Room 217? No way in hell am I ever going in here. Okay. Victoria is going to be pissed we took so long. Juliet, extreme reporter. Okay. Also Miss Post habe ich schon gesehen. Dane is still a cheerleader at heart. Lesen. Sei wachsam auf den Campus. Befolge diese Tipps für deine Sicherheit. Mach dir immer bewusst, wo du bist. Lass immer einen Freund wissen, wo du bist und wo du hingehst. Melde jeglichen Vorfall sofort der Campusverwaltung. Lade dir eine gratis Campus-Alarm-App herunter. www.blackwellacademy.ed. Okay. Should be fun. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Buchclub der Geeks. Suche nach Gleichgesinnten, um Autoren zu lesen und diskutieren. Ursula K. Le Guin, Robin Hobb, Neil Gaiman, Piers Anthony, Terry Brooks, David Calvo, Marion Zimmer Bradley und der übliche Scheiß mit fliegenden Drachen. Keine pubertären Zauberer oder Romane über Vampire-Emos. Vampir-Emos erlaubt und keine Jungs. Kontakt Brooke at blackwellacademy.ed. Zum Verkauf. Dieses Fahrrad bringt dich überall hin. $20. Für Lieferung $5 mehr. Kontaktiere Tyron 555-756-1896. Alles klar? Thanks for the warning. Coming soon, the Vortex Club. Okay. Hier sind die Duschen. Okay, wir sind zu. Toilettenpapier. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. Feueralarm. Hier haben wir auch nochmal ein Poster. They live. Invasion von Blackwell. Sei kein Zombie. Es gibt einen Ort. Und eine Zeit für soziale Medien. Lass das Leben nicht an dir vorbeiziehen. Eine Nachricht der Clearhead Stiftung. Alles klar. Tafel. Ah. Scheint unser Zimmer zu sein. The universal symbol for please leave me alone, asshole. This is like the public DNA of our dorm. Okay, alles klar. Oh, Victoria, give me a fucking break. Tafel. How sad. I didn't write anything. Ich habe nichts geschrieben. Ich habe nichts zu sagen. Nothing to say. Zeichnen? Obvious, but true. Offensichtlich, aber nicht wahr, okay. Ab ins Zimmer. Mit dem Teddybär. Gitarre, oh geil. Home sweet home. My favorite cocoon. Ihre kleine Höhle. Notiz ansehen. Warren even left me a little message with his flash drive. Zum He's such so a goofball. Toddel.
an Max oder alle, die es interessiert. Der filmische Inhalt dieses USB-Sticks ist von grausamer, lebensverändernder und kontroverser Natur. Diese Sammlung wurde mit äußerster Sorgfalt und nur für anspruchsvolle Zuschauer heruntergeladen. Ich gratuliere, Sick, dir zu deinem Geschmack und erwarte mit Spannung deine Bewertung von Cannibal Holocaust und Ultra Vixens. Peace, Warren G. Alles klar? Spiegel? Hard to believe I'm 18. Do I look any older? Just more stressed. Machen wir mal ein Foto. Klick. Da ist unsere Fotowand. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Den Teddy. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. Oh, alles klar. Hinlegen, kissen. So cheesy, but it makes me smile thinking of the day Mom and I sewed that together. Kunstbücher. Cartier-Bresson, Doisneau, Hamilton, the greatest. Okay. That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. Aww. That was a good hockey game and a great fight. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Okay. Here's my go-to source for instant photo inspiration. Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Okay. Instant film is so damn hard to find and expensive now. But I can't help it. I'm analog, not digital. I'm glad Kate let me borrow her copy of The October Country. I should have every Bradbury book for myself. Oh cool, wir können Gitarre spielen. Was haben wir hier? Hard to believe I'm 18 now. Schwer zu glauben, dass ich 18 bin. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Alles Gute zum Geburtstag, Maxine. Wir werden nie den Tag deiner Geburt oder dein erstes Lächeln vergessen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Heute ist dein besonderer Tag. Wir vermissen dich, sind aber sehr stolz, dass du deinen Traum folgst, dass du deinen Träumen folgst. Wir lieben dich, Mama und Papa. XX. Okay? I love that Mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. And slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. It's not exactly pretty and pink, but no shits are given. I like my wardrobe. Would Man Ray call them selfie portraits? Fotos, alle selber geschossen und dann an die Wand geklebt. Ja, diese Fotos und ein verschlucktes Teddybärauge. Das alles in diesem kleinen Zimmer. Wimpel. I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. Pflanze. Oh, können wir gießen. Gut, machen wir das mal. You are thirsty.
I'm the worst baby mama. Drink up. Okay. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. Looks like Dana left me a little post-it note. Okay. Hey, ich habe mir deinen USB-Stick ausgeliehen, um beim Lernen was schauen zu können. Wenn du ihn brauchst, findest du ihn in meinem Zimmer. Okay? Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. I look so pathetic. Freunde 81, Abonnenten 12. Hipster Alarm in Blackwell. Okay. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Kameraporn. Alter, ernsthaft? Willkommen auf Kameraporn. Deiner Webseite für fast jede je produzierte Kamera, national oder international. Klicke auf die Bilder unten in der unten für Modespezifikationen. Alles klar? Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Warren Graham, Warren at blackwellacademy.de. Max, danke für deine danke für deine Mail und die Kopien deiner Notizen auf Jefferson-Unterricht. Ich werde nie aufhören, dich mit Dankesbezeugungen zu überschütten. Ich habe auch eine recht vielseitige Sammlung an TV-Serien, Kultklassikern und abgefahrenen Filmen auf einem fetten USB-Stick. Falls du sie dir je ansehen willst, danke nochmal für deine Hilfe. Ich bin eher Wissenschaftler als Künstler. Kannst mir kurz erklären, wie eine Kamera funktioniert? Bis bald, Warren. Alles klar? Alles klar. Gut, dann müssen wir hier raus. You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. Welcome to the real drama queens of Blackwell. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. You are ridiculous. She's your friend. Friends don't sex with their best friend's boyfriend. No, probably not. If you don't let me out... How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Juliet Patson. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Ah, missed. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. If you don't let me out, I will scream. How do you know? Victoria Chase. You know her. You could say that. But why would Dana go after your boyfriend? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. I know the proof is in her room. Ah, hier. Victorias Zimmer. Gut, wo haben wir das denn? Hm.
Yes, Victoria has the best Retina screen laptop. Let me just check to see if she posted my picture. Okay. That's real nice, Victoria. And who the hell thinks I'm a hipster? Boah. Boom! This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Okay. Victoria Chase, du Teil der Christmas-Teile. Es tut mir wahnsinnig leid, dir mitzuteilen, dass ich gerade Juliet und Dana verarscht habe. Ich musste Juliet bloß sagen, dass sie einen kleinen Sext von Dana auf Zacks Handy gesehen hatte. Die blöde Kuh hat mir geglaubt. Also rechne ich jeden Moment mit einem Amoklauf im Wohnheim. Das hat Juliet verdient. Dafür, dass die Schlampe mir Sech weggenommen hat. Das Dana angeht, wem kümmert's? Hol das Popcorn raus. VC. Alles klar. E-Mail ausdrucken. Zip. Sehr gut. Boom. This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Ja, habe schon. Aber wo... Wo ist der Stick? I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. Nehm? This better convince Juliet that Dana is innocent. Fernseher? Zack. That is a tasty plasma. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits Within. I don't care what anybody says, that's one of the best sci-fi films ever made. Ouch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Liebe Miss Chase, vielen Dank für das Einreichen Ihres Beitrags an die Croft-Galerie. Leider ist Ihre Arbeit nicht kompatibel mit unserem Leitbild. Wir wissen Ihre Mühe zu schätzen und wünschen Ihnen Erfolg für die Zukunft. Mit freundlichen Grüßen, Amanda Croft, Eigentümerin der Croft-Galerie, Eugene O.R. Alles klar? She's actually got a classic medium-format camera with some awesome prime lens. I hate you, Victoria. Tablet? No, officer, I'm not snooping. Just admiring Victoria's cutting-edge tech. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Boutique Artech. Erschaffen Sie Ihre Zukunft. Springen Sie ins 22. Jahrhundert. Mit dem Tezuka 3D-Drucker. Kreieren und produzieren Sie Ihre Vision. Heute bestellen, auf morgen verbreitet sein. $3,600, alter Verwalter. Das ist ein stolzer Preis. Ansehen. Yes, I get it. Enter the Vortex Club. No. Okay, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure. Alles klar. Wen kümmert's? Miststück. Alter. Alles klar. Internationaler Fotograf Mark Jefferson. Örtliche Ausstellung. 5. November bis 1. Dezember 2009. Bean Hip Café. Mit dieser Anzeige gibt es $1 Rabatt. Alles klar. Victoria is a real Jefferson groupie. Okay. Kleidung, Schuhe, Fernseher, nein. Fotos. Durcheinander bringen? Nein, wir bringen die jetzt nicht durcheinander. Gut. Laufen wir mal darüber. Okay, Freunde. Wir geben ihr das Teil in der nächsten Folge. Bis dahin, tschö mit Ö.
Bis dann.